Okay, gut. Also, wir haben heute Snatch auf dem Programm. Wir starten nachher mit einem Primer, also zum Reinkommen. Ein Power Snatch, zwei Overhead Squats. Danach geht es weiter in Technik und Kraftarbeit. Also wir bleiben quasi immer bei einem Snatch und bei Overhead Squats. Wird dann aber ein Post-Squat-Snatch in den ersten 4 Minuten drei Overhead Squats. Danach geht es in die nächsten direkt übergehend, in die nächsten 2 Minuten mit zwei Overhead Squats und dann geht es nochmal in 2 mal 2 Minuten ein Overhead Squat. Also das EMOM ist immer 2 Minuten lang. Und danach haben wir unser Workout. Das ist Ausdauer mit strikten Gymnastic-Movements bis auf Toe-to-Bar. Das heißt 6 Strict Presses, 12 Toe-to-Bar, 6 Strict Pull-Ups und 24 für die Männer, 18 Kalorien rudern mal wieder. Hatten wir ja lange nicht mehr. Das Workout hatten wir auch vor gar nicht so langer Zeit. Ich muss noch mal nachgucken. Vor 3 Monaten vielleicht oder so. Also es ist echt noch nicht so lange her. Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und dann haben wir einen Finisher, Side Plank, Lateral Raises und jedes Mal, wenn man absetzt, 10 Face Pulls. So on, wir machen uns warm, ihr Lieben. Wenn ihr ein Cardio-Gerät gerne benutzen wollt, könnt ihr es gerne machen. Steht jetzt diesmal nicht drin, im Warm-up. Also ich werde es jetzt auch erstmal nicht benutzen, aber ihr könnt natürlich gerne euch warm laufen oder so, wenn ihr das braucht. So. Was sagst du? Die Strict Press immer vom Boden dann, also fliegen Ja. musst du dann, ne? Genau, richtig. Okay. Genau. Okay. Okay, ja, ganz entspannt. Wir können ja reden. Wir machen uns erstmal warm. Starten erstmal mit 10 Cossack Squats. Also, So, ich muss mal schön rüberlegen. reingehen. Deswegen meine ich, diesmal kein Ausdauergerät im Warm-up drin. Aber wenn du rudern möchtest, mach gerne. So, danach geht es Neue in drei Staffel, ja. Forms. Ja, ist gut, rede ruhig. Die neue Staffel Physical 100 hat begonnen. Gesehen Was für eine gestern? Staffel? Nee, Physical was ist das? 100. Ach, Ach, echt? hast du doch gesehen.
meine Matte. Ey, sag mal, geh da hinten hin. Los. Ab. So, dann nochmal drei Inchworms. Also vom Stand einmal runter, Handlauf. Dann zweit nach vorne, bis es nicht mehr geht. Und dann zieh die Füße nach. Machen wir mit Band oder PVC-Stange. Schulter rotieren. Und dann gehen wir wieder die ganzen Barbell-Movements durch. Fünf Deadlifts. Fünf Hang-Muscle-Snatch. Thank you.
Das brennt sich irgendwie um. Ja. So, bis hierhin. Wenn ihr noch was machen wollt, könnt ihr natürlich gerne. Sonst langsam jetzt leichtes Gewicht auflegen. Oder erstmal noch bei der Langhantel bleiben. Wir machen jetzt jede Minute mit entspannt steigendem Gewicht ein Power Snatch und zwei Overhead Squats. Also zieht euch in die Langhantel rein, ein Power Snatch und dann zwei Overhead Squats. Wenn Overhead Squat nicht geht, könnt ihr auch Front Squat machen oder Back Squat. So. Ich guck gerade mal, bis wohin ich hochsteigen muss. Okay, bis 35 ungefähr. Nach 40. Ja, okay, das geht. Okay, machen wir nochmal 2,5 drauf. Okay. Der Ali. Dann legen wir los. Ein Power Snatch. Zwei Overhead Squats.
Oh, zwei Runden noch. Auf den Zug konzentrieren beim Power Snatch. Eine Runde noch. Zehn Sekunden. Kurz nochmal auf den Zug konzentrieren. Eng arbeiten. Genau. Und den Kick aus, den Kick aus der Hüfte geben. Ne? Ja, also denk immer dran, deine Arme sind lang, bis du zu deiner Hüfte kommst. Also hier kommt die ganze Kraft aus den Beinen. Arme sind immer noch lang. Die Arme bewegen sich erst, sobald die Hüfte nach vorne schießt. Du überträgst quasi jetzt die Kraft in die Stange. Dann ziehen deine Arme hoch. Und dann tauchst du drunter. Ja. Also, lang, 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 Hüfte, Zug, drunter. Okay. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, noch ein bisschen Gewicht drauflegen oder dabei bleiben. Jetzt machen wir einen Pause-Squat-Snatch below the knee. Das heißt, wir machen jetzt keinen Power-Snatch mehr, sondern versuchen so tief es geht in den Squat zu fallen, in Anführungszeichen. Ein Squat-Snatch mit Pause und danach drei Overhead-Squats. Das machen wir jetzt vier Runden lang. Ich stelle die Uhr aber generell schon auf E2 mal 8 ein, damit wir direkt übergehend immer in die nächste reingehen können. So, sind zwei Minuten. Wenn ihr euch sonst noch mal unsicher seid, könnt ihr auch gerne zugucken bei mir, wenn ich jetzt den ersten mache. Sonst einfach loslegen. Okay. Dann 10 Sekunden. Rest ist Pause, also immer so 1:30 haben wir entspannt Pause. Und 40 Sekunden.
So, Achtung. Runde 2. Jetzt ist wieder Pause. Noch 20 Sekunden. Sehen. So, nächste Runde noch einmal mit 3 Overhead Squats. Und dann wird schon eine Wiederholung weniger. Schön, Manu, lässt sich schön die Sonne ins Gesicht scheinen. Wenn du die Overhead Squats machst, Valerie, hast du die Stange über dir mehr hinten oder ein bisschen mehr vorne? Oder direkt mehr über hinten. Dir? Ein bisschen mehr hinten. Hinten. Genau. Okay. Also du musst quasi immer denken, wenn du in den Squat gehst, muss es quasi auf deinem Mittelfuß liegen. Und wir gehen ja mit dem Oberkörper immer ein Stück nach vorne. Das heißt, die Arme müssen ja dabei ein Stück nach hinten gehen, damit das halt auf meiner Körperachse gerade unten bleibt. Ja, also hier ist quasi mein Kopf und hier hinten sind meine Arme. Mhm. Quasi immer eine gerade Linie runter zu deinem Mittelfuß macht. Und drückst du die Stange auseinander in dem Moment? Ich drücke meine Arme durch und ich versuche die Stange quasi zu biegen. Ja, okay. Also das ist quasi die Übertragung da drauf. Jawohl, Manu, gut. Ah, ja, fand ich auch. Fand ich wirklich gut. Ja, war auch, sah schön aus. War nur 12 Kilo, aber ich mache nur Technik. So, jetzt gehen wir auf 2 Overhead Squats. Jetzt theoretisch Gewicht steigern und einen Rep weniger. Das träumen wir noch nicht.
Okay, bis 55 hocharbeiten. Zwei Runden mit 50, okay, machen wir mal 1,50 dann. Okay. 40 Sekunden noch. Zwanzig. Zehn. So, denk dran, jetzt mit zwei Overhead Squats. Und Susi, wie ist es mit dem Runterfallen? Weiß nicht. Aber fühlt sich schon mal besser an. Ob es gut ist, weiß ich nicht so genau, aber es fühlt sich besser an. Nicht mehr so umgelenkt. Okay, also es ist ein Moment der Schwerelosigkeit, den du sozusagen hast, ne? In dem Moment, wo du die Kraft überträgst und ziehst, hast du so einen Moment, da schwebt theoretisch die Stange einfach in der Luft. Da machst okay, du nichts. Okay, dann mach ich falsch. Da mache ich falsch. Du hast halt häufig immer diesen Kontrollangstverlust, glaube ich. Ja, total. Das heißt, total. Du ziehst quasi hier hoch und genau in diesem schwerelosen Moment fällst du unter die Stange drunter. Das tue ich nicht. Versuch dich mal auf diesen schwerelosen Moment zu konzentrieren. So, 20 Sekunden. Das ist die letzte Zweierrunde. Danach gehen wir in die Einer. 15. So schnell fertig, Susi, ich sehe dich gar nicht. Ja, ich, Entschuldigung. Ich warte jetzt die nächste Runde mal, bevor ich anfange. Ich gucke dir jetzt gleich mal zu. Also jetzt noch zwei Runden. Ein Pause-Squat-Snatch, ein Overhead-Squat. Thank you.
So, los geht's. Jawohl, Susi, der Zug ist gut. Wenn du einen reinen Overhead Squat machst, auch. Aber wie gewohnt, ne, du stoppst halt immer hier. Du machst den Power Snatch, stopp, und dann setzt du in den Overhead Squat runter. Ein bisschen mehr schwerelos, dass du einfach da drunter fällst. Tschüss, Katrin. Hallo. Hey. Bisschen. Das würde dir halt vieles einfacher machen, ne? Wenn du dich traust, ein bisschen fallen zu lassen, weil du halt, wie gesagt, einen Moment hast, wo du einfach schwerelos arbeiten kannst. Und damit könntest du halt nochmal mehr Gewicht bewegen. Ja. Das geht bei mir tierisch auf die Schultern und Arme und Rücken. Das ist der Grund. Ja, wenn du den Bauch halt richtig anspannst und fest machst, dann soll es ja nicht rein knallen, ne? Also soll es ja nicht so einen richtigen Rebound da unten rein machen, sondern dass du halt bewusst hier fängst, ne? Also nicht bam rein, wie bei einem Squat, dass du halt hier immer bewusst hier diesen Bounce machst, sondern du catchst, fängst. Das heißt, du hast eine statische Position in dem Moment. Ah, versuch einfach mal, von Mal zu Mal ein bisschen mehr daran zu arbeiten. Bist nicht die Einzige. Ist ja bei vielen, dass man einfach Angst hat, darunter zu fallen. Jawohl, Manu. Versuch dich schön auf die Full Range of Motion dann zu konzentrieren. Genau. Alright. So viel zum Snatchen. Jetzt geht's langsam Richtung Workout. Mal kurz meine Schuhe umziehen, Gewicht abbauen bzw. umbauen. Jetzt brauchen wir 30 auf der Stange. Wenn ich Tor to Bar mache, kann ich B-Ups machen, oder? Ja, aber V-Ups sind halt viel einfacher als Tor-to-Bar. Da würde ich dann auf jeden Fall mehr machen. Also 20 würde ich da wahrscheinlich machen. Du, aber ich nicht. Du machst doch nur Bauch, Manu, natürlich. Dann bei dir erst recht. Ich schummel immer. Nee, so viel schaffe ich das auch nicht. Du kannst ja 20 Alternating V-Ups machen. Das ist super. Ja, wegen dem Rücken, da weiche ich dann auch immer aus und dann schummel ich. Okay. Ja, das bringt dich aber nicht weiter, junge Frau, das weißt du, ne? Ja, aber ich halt, kann es nicht halten. Ihr denkt doch mal, ich habe so viel Bauchmuskel, habe ich gar nicht. Ich liebe nur die Übung. Das ist alles angemalt. Also, alles geairbrushed. Ich habe doch gar keine Bauchmuskeln abgezeichnet. Boah. Klar hast du das, Manu. Moment, hat bei Blähbauch. Hat aber jemand ein verzerrtes Selbstbild hier, junge Frau? Klar hast du das. Guck dich mal im Spiegel an. Na, jetzt im Moment nicht. 2 Kilo zugelegt. Oder ist es das Training, dass ich Muskelmasse kriege? So. Immer ab, hallo. Ich kenne das nicht. Ab jetzt. Also, 30 Kilo drauf machen, dann Gymnastikbar und Rudergerät. Das sind unsere Geräte, die wir theoretisch brauchen. Wie weit soll ich denn laufen? Ich würde sagen 250 Meter. Oh, cool. Okay. Oder warte, lass mich kurz überlegen. Ja, doch, ja. 250 kommt hin. 1, 2. Ja.
warte mal, ich klebe mir noch mal ein paar Finger ab. Ja, bitte mach in Ruhe. Ich bin gerade selber noch dabei, erstmal meine Stangen hier aufzubauen. Also, ich brauche auch noch 2 Minuten. Ich muss meine Grips noch anziehen und so. Oh, Gott, wie geht das Alter ein? So. Rigpress. Rudergerät. Ach, Pull-ups, Moment. Das ist Liegestütze? Nee, Push-ups sind Liegestütze, oder? Ja. Oh, Pull-ups. Wie mache ich die denn? Hast du keine Pull-up-Stange? Hast du kein Band, was du drum machen kannst? Ach, dann kann ich da hinten ja auch hin. Nee, dann mache ich das da hinten. Dann mache ich auch Toastbar. Ach, dann nehme ich euch mit. Shit, ich habe jetzt das total verpuzzelt. Alles gut, ich will ja auch noch am Umbauen. Muss euch auch noch hier rüberholen. Dann mache ich. Boah, ist aber Schatten. Wie warm ist es bei dir? Oh, heute gestern war es 18 Grad. War echt total schön. Wow, super schön. Auch. Na. Wenn die Sonne weg, natürlich nicht so toll, aber. Susi. Ja, heute haben wir es auch wirklich schön. Bei dir auch, Susi? Ist ja nicht weit weg. Perfekt, perfekt. Ja. Ja, glaube ich, immer dasselbe Wetter. Am Wochenende wird es kalt. Da gibt es noch was. Aber heute ist schön. Heute ist ganz kaputt, kalt. Oh, es ist kalt. So, okay, dann könnt ihr jede Übung ruhig einmal durchgehen, wenn ihr soweit seid. Also mal 5 Toe-to-Bar machen, ein bisschen einschwingen, ein bisschen Strict Press mal antesten, 3-4 Stück, 3-4 strikte Pull-Ups. Toe-to-Bar kann ich das so machen, guck mal. Gucke. Oder nicht? Ja, kannst du machen. Okay, ja dann. Diese musst du doch keine 20 machen, bleibst du bei 12. Ich bin nicht dreckig, ich glaube, das hier nicht so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Runden ich gemacht habe. 12 Toe-to-Bar. Mhm. Ach ja, 6. Und laufen. So. Gehen wir kurz durch. Strict Presses. Boah. Ja, hier ist kalt, aber hier sind die Ringe. Machen wir euch mal einmal. Ja, das wird schön. Gut. Ist alles einmal durchgegangen, Susi? Mhm.
Im Kopf. Nein, alles gut. Ich hab's noch ein bisschen. Wunderbar. Toast to Bars. Und Press. So. 12 Minuten M-Rap. Gut. Also. 6 Strict Press, 12 Toe to Bar, 6 Strict Pull-Ups, 18 Kalorien rudern, beziehungsweise 250 Meter laufen. 12 Minuten lang. Okay. Gut. Dann mache ich die Musik noch lauter. Manu, du bist ready? Viel Spaß euch! Okay, viel Spaß, Susi! So, 10 Sekunden. Okay.
Mein Gott. Über die Hälfte haben wir schon. Wenn du mich ansiehst, auch wenn du mich nicht kennst, würdest du lügen, wenn du sagst, du fühlst nichts? Schließ die Augen und du siehst dich brennen. Jeder Traum aus dem tiefsten Schlaf lässt sich aufbauen zu einem Plan. Ganz genau so fängt alles an. Denn wenn du es sehen kannst, dann wird es wahr. Ich lauf mit Ansage durch die Scheißjahre, mit breiten Grinsen, weil ich weiß alle Diamanten brauchen den Druck und dass meine besten Tage schon greifbar sind. Man kann es in den Augen lesen, ob sie kämpfen oder wegrennen wollen. Ob sie dich liebt oder doch enttäuscht, man erkennt Todfeind und den besten Freund. Was Asche war, kann nie verbrennen. Wer tausendmal durchs Feuer rennt, vom tiefsten Schwarz ins hellste Licht. Ich sterb irgendwann, doch heute nicht. Die werden unerträglich, wenn dir jeder sagt, du bist so abgefuckt. Dann werden zwei Zimmer zu einem Hundekäfig. Doch ich bin dankbar für jeden Gegenwind. Fress die Kinnhaken, die das Leben gibt. Lacht reiß zurück und ich nehme es hin, weil alle Scheißtage für mich Training sind. Selbst tief im Dreck mit deinem Fuß im Grab ist die Hoffnung groß, weil ich den Himmel sehe. Ich bin frei, solange ich frei denken kann, denn meine Träume hatten keine Gitterstäbe. Du kannst in meinen Augen lesen, es ist lange nicht vorbei, mein Freund. Geh dem Weg oder bleib mir treu, doch ich bleib hier und brenn für euch. Was Asche war, kann nie verbrennen. Wer tausendmal durchs Feuer rennt, vom tiefsten Schwarz ins hellste Licht. Ich sterb irgendwann, doch heute nicht. Ja.
30 Sekunden. Trying to blow this up, so best you run for cover. We about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Das war ja ein Flop. Warum? Etwas so war, bin ich heute gar nicht klar gekommen. 3 plus 16. Könntest du es für mich ausschreiben? 3 plus 16. Okay. RX? Ja, ja. Fertig? Mann, ja. Was hast du, Manu? Oh. Drei Runden und bin das. Warte mal. Ich bin fertig. Ich würde jetzt die nächste Runde anfangen. Also 4 Runden. Ja. Okay. Was hast du? Du bist immer weiter. Du bist auf. Ich habe 4 plus. Ja, dann habe ich 4. Ja. Okay. Gut. Dann räumen wir den Krempel wieder weg. Und dann. Geh in die Sonne. Jawohl, brauchst du gegebenenfalls eine Matte und eine leichte Kurzhantel und ein rotes Band. Braucht ihr. Also ich nehme dafür jetzt gleich 5 Kilo. Lateral Raises, da reicht mir vielleicht auch eine kleine Plate. Ja, ich zeig dir jetzt gleich mal. Eine, ne? Nee, zwei brauchst du, die Lateral. Ne? Nee, eine. Ich zeige jetzt gleich mal, wie die gemeint sind. Also das geht auf den Bauch, ja, aber noch mehr auf die Schulter. Nein, wie geht's hier? Also ich weiß, ich habe fast geweint, als ich das einmal machen musste. Das ist halt genau fast der identische Trainingstag. Ach. Weil die Schultern dann so gebrannt haben. Also, wie viel Kilo? Ich habe 5 Kilo. Dann heißt für uns weniger, Manu. Denke ich mal. Ah, nee, ich denke schon, dass du genauso viel machen kannst. Oh, ich sehe euch gar nicht. So viel Sonne, ich sehe euch gar nicht. Warte mal. Ich bin gemein, ne? Warte. Alles gut. So, jetzt sehe ich euch. Wir haben ja auch Sonne hier, Manu. So. Ich nehme 4 Kilo eine kleine Kettlebell, okay? Jetzt guck doch mal. Wir gucken mal, was Valerie macht. Ja, warte, ich bin sofort da. Ich mache kurz die Hand hier. Jetzt abputzen. Ach, Facebook, wir brauchen noch Band. Ja. Band irgendwo dran machen und dann immer das Band zu den genau. Zu der Stirn ziehen. Genau. Ja. So. Ach, okay. Ach, wie mache ich das denn? Sonst kannst du das auch irgendwo auf deine Höhe machen, dann musst du nur auf die Knie runtergehen. Okay, hab ich. So. Man findet ja alles. Könnt ihr mich sehen, Mädels? Ja. Also, ihr geht in den Seitstütz rein. Dann habt ihr die Kurzhantel ja hier. Und die Kurzhantel kommt von unten. Immer wieder nach oben. Oh. Ah, du gehst nicht ganz zu Boden, sondern kurz davor. Genau. Das sind die.
Wie dürfen wir denn wechseln? Erst wenn du 50 auf der einen Seite hast, darfst du 50 wechseln. Ja, deswegen halt jedes Mal, wenn du absetzt, musst du 10 Facepulls machen. Okay, dann ist mir ja schon wieder. Okay, dann mache ich keiner zur Probe. Halleluja. 2,5. Also nicht unterschätzen, das geht ganz schön auf die Schulter. Mhm. Aber Unterarm war richtig, ne? Okay. Auf den Unterarm abschützen, ja. Okay, dann mache ich die Musik einmal wieder leiser. So, gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ich mache mal die Uhr an. Du, die habe ich noch nie gemacht, die Übung. Geht los? Und jetzt. Ende. Oh. Oh, 20. Oh. 10. Die Facepulls sind halt auch keine Pause, ne? Ach, für die Schulter. Du machst eine Seite zu Ende, ne? Bitte? Eine Seite machst du zu Ende, ne? Nee. Du machst zuerst eine Seite zu Ende, ne? Ach so, ja. Ich habe gerade gedacht, du hast gesagt, du machst die Seite jetzt zu Ende, ne? Also. Ja, befehlst du, meinst du? Leider nein, ich habe jetzt 35. Ich glaube, 20, 15, 15 ist ganz gut.
So, eine Seite habe ich. Oh, meine rechte Schulter ist jetzt echt K.O. Platz die Schultern nicht. Ich dachte, die andere Seite wäre ausgeruht. Boah, mit 5 hätte ich es nicht geschafft. Ui, ui, ui. Jetzt ruhig mehr nehmen können, Manu, wir sind ja noch dran. Ich weiß, aber die Schulter. Meine Beine zwei Runden das. Jeweils. Wechsel ich aber auf 4. Also ich habe jetzt 40, muss jetzt noch einmal gleich ran. Also jetzt meinen letzten Facepuls. Ja, bei mir noch ein bisschen länger dauern, liebe Valerie. Ja, mach in Ruhe. Oh, das Band hier ist durch. Ach.
Nee. Haben wir noch was? Nein, das war's. Fertig? Was ist denn Lateral? Dann sind wir fertig. Das haben wir gerade gemacht. Ah, okay. Ah, herrlich. Ich kann wieder knüdeln. Das geschafft. Muss ich noch dran? Vielleicht sehen. Ah. Denk einfach dran, Susi, die Übung ist für deinen Rücken gut. Die letzten 10 sind dann soweit. Sehr gut, Susi, schaffst du. Die holst du jetzt auch noch. Die letzten 10 sind nicht so schlimm. Wir fahren keine Autos auf der Insel, aber hört mal, die Motorsägen für die und die Traktoren. Danke dir, Valerie. Sehr vielseitig heute. Ja, hatten alles dabei, ne? Weightlifting, Kraft, Gymnastik, ja. Strict Press. Ja. Ah, schön, ihr Lieben, haben wir's. Danke euch. Vielmals. Ich danke euch vielmals. Danke. Schönen sonnigen Tag allen. Danke, ja. Euch auch. Macht's gut. Tschüss.